Einen schönen Sonntag euch allen und willkommen zum siebten Teil unserer Video-Reviews zur 10-Wochen-Challenge. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für euer Feedback zum Thema Lightroom bedanken. Deswegen werden wir uns natürlich in den nächsten Reviews, so wie heute auch schon, die Fotos immer wieder in Lightroom anschauen. Und ich werde dort, wo es passt, beim einen oder anderen Bild so ein paar Bearbeitungsschritte und grundlegende Techniken zum Thema Lightroom herzeigen. Außerdem als kleines Dankeschön für alle Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten unter euch wird es in den kommenden Wochen ein circa einstündiges Adobe Lightroom Videotraining von mir geben, das für euch, also die Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten, natürlich kostenlos ist. Das Video heute zeichne ich bereits am Samstag auf und zwar live von meinem ersten Teil des Lightroom Power Weekends, also dem Grundlagenpart. Möchte euch aber gleich darauf hinweisen, dass am kommenden Samstag, also am 18.03. von 9 bis 17 Uhr, der zweite Teil stattfindet, Adobe Lightroom Experts, das heißt der fortgeschrittenen Part mit ganz, ganz vielen Tipps und Tricks und bis ins Detail Bearbeitungsschritten, die einfach nachvollziehbar sind und die dafür sorgen werden, dass eure Fotonachbearbeitungen in Lightroom noch besser werden. Auch da sind wieder 6 Plätze frei. Alle Informationen findet ihr auf blog.dertrainer.eu oder auf meiner Facebook-Seite unter facebook.dertrainer.eu. So, jetzt steigen wir aber ein in die Video-Reviews und schauen uns gleich mal das erste Bild an. Froschperspektive war das Thema und Froschperspektive ist definitiv in diesem Bild erfüllt. Mir gefällt die technische Umsetzung sehr, sehr gut. Ich finde den Himmel vor allem hier unten in dem Bereich, wo man die Wolkenstimmung wunderschön sieht, extrem gut. Ich finde die Belichtung super. Ich finde die Perspektive großartig. Es stört mich überhaupt nicht, dass wir da oben sehr stark ins Weiß schon gehen und fast kaum noch Zeichnung drinnen haben. Das, was man als einziges bei diesem Foto vielleicht hätte ein bisschen besser machen können, ist, die Froschperspektive wird immer verstärkt durch Weitwinkel, den wir hier durchaus haben, aber auch durch das Fotografieren im Querformat. Und ich glaube, dass wenn man dieses Foto im Querformat fotografiert hätte, noch ein Stück runtergegangen wäre und ein bisschen weitwinkeliger fotografiert hätte, sofern man objektivtechnisch die Möglichkeit dazu hätte, dann wäre das noch ein stärkeres Foto, weil dann einfach dieser Eindruck von Größe und dem nach oben wachsen noch viel stärker rauskommt. Aber ansonsten technisch einwandfrei und es gibt tatsächlich nichts, was ich nachbearbeitungstechnisch an diesem Foto auszusetzen habe. Gratulation. Ja, dann kommen wir schon zum zweiten Foto. Gefällt mir richtig gut, auch dieses zweite Foto. Froschperspektive auch hier super erfüllt. Die Nachbearbeitung, bis auf eine Kleinigkeit, die ich gleich erwähnen werde, großartig. Das heißt, so richtig crunchy bzw. knackig. Wir sehen hier oben im Schild so richtig verstärkt durch die Bearbeitung dieses alte, kaputte. Wir haben einen wunderschönen Eindruck durch das von unten fotografierte. Auch hier hätte man vielleicht noch ein Stück weiter runter und ein bisschen mehr kippen können. Das Einzige, was mich nachbearbeitungstechnisch stört, ist, dass man die Vignette zu deutlich sieht. Das heißt, eine Vignette ist wichtig, aber immer dann, wenn man die Vignette sieht, dann ist sie einfach eine Spur zu stark. Und diese Vignette, ihr seht sie hier und ihr seht sie hier, sieht man einfach eine Spur zu deutlich. Ansonsten der Himmel, die Nachbearbeitung im restlichen Bild, alles wunderbar, gefällt mir sehr, sehr gut und ist ein wirklich, wirklich schönes Bild. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Bild des heutigen Tages. Auch das ein super, super schönes Foto. Einfach ein toller Moment, der da festgehalten wurde, weil es nicht nur der Hund von unten fotografiert ist, sondern der Hund von unten, während er was tut. Und zwar, er hat die Zunge heraus und man sieht trotzdem noch seine Schnauze, man sieht trotzdem noch oben die Nase sozusagen. Wir haben eine sehr, sehr schöne Unschärfe in diesem Bild drinnen und wie gesagt, einen perfekten Moment festgehalten. Wie es mit solchen Momenten aber schlicht und ergreifend oft ist, ist es so, dass in dem Moment halt einfach ein paar störende Elemente im Bild sind. Wir haben hier oben links dieses Geländer, wir haben hier oben rechts diese schattige Untersicht das mit einem Träger, das könnte eine Stiege von unten sein oder ähnliches. Und wir haben hier unten den Rücken vom Hund, der ein bisschen zu wenig ist, als dass er sinnvoll im Bild wäre und ein bisschen zu viel, um zu sagen, naja, er stört eh keinen. Und an dem Bild möchte ich euch jetzt so ein paar Nachbearbeitungstechniken zeigen.
Zum einen möchte ich euch zeigen, was ich grundeinstellungstechnisch bei diesem Bild machen würde. Ich würde mit der Belichtung ein Stückchen raufgehen, den Kontrast etwas anziehen, die Lichter ein bisschen runterbringen. Ihr kennt meine Technik, einmal zu weit nach links schieben und dann nach rechts zurück. Ich würde die Tiefen eine Spur aufhellen, den Weißpunkt mit gedrückter Shift-Taste setzen. Den Schwarzpunkt könnte man genauso setzen, aber ihr wisst, das mache ich lieber, indem ich das Ganze nach links schiebe. Und jetzt durch das Verschieben des Klarheitreglers noch Schärfe und Details ins Bild bringen. Und wenn man sich jetzt hier so die Schnauze anschaut, die Haare, die Adern auf der Zunge, beziehungsweise hier die Struktur in der Nase, dann sieht man schon, dass dieses Verschieben der Regler hier einiges gebracht hat. Ob man jetzt den Dynamikregler noch ein bisschen anziehen sollte oder nicht, das bleibt euch überlassen, ist Geschmackssache. Ich nehme ihn jetzt ein bisschen rauf, ist aber nicht so, dass das einen wesentlichen Unterschied machen würde. Als nächstes kümmern wir uns um das Geländer hier oben. Das sollten wir in Lightroom sehr, sehr schön wegkriegen. Dazu wechseln wir hier auf das Kopierstempelwerkzeug und jetzt kommt ein wichtiger Tipp. Die Pinselspitze, also die Größe der Pinselspitze, sollte etwas größer sein als das Objekt, das ich entfernen möchte, damit ich in einem Strich sozusagen drüber malen kann. Und wenn man das tut, dann bekommt man ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich kann jetzt hier mit Verschieben dieses Punktes hier unten noch überlegen, wo mir die Struktur am besten gefällt, von der aufgenommen werden soll. Und wenn ich dann mit Fertig bestätige, dann habe ich dieses Geländer ganz schnell und einfach aus dem Bild gebracht und ich denke, das lohnt sich schon mal. Dann haben wir hier noch einen kleinen Fleck, auch der stört dieses schöne Bild. Wichtig, nicht mit der Pinselspitze drüber gehen, sondern die Pinselspitze so groß einstellen, dass sie gerade ein bisschen größer ist als das Objekt, das ich weghaben will. Einmal draufgeklickt und schon ist auch dieser störende Fleck Geschichte. Der Bereich hier rechts oben, um den kümmern wir uns ein bisschen später, weil der wird jetzt etwas kleiner werden, wenn wir nämlich unser Problem, unter Anführungsstrichen, mit dem Rücken des Hundes lösen. Und das werden wir über das Beschneiden-Werkzeug tun. Das heißt, ich halte die Shift-Taste gedrückt, stelle mich hier an den linken unteren Punkt, die Shift-Taste gedrückt deswegen, um die Proportionen des Bildes beizubehalten. Nicht, weil ihr das unbedingt machen müsst, sondern weil ich das einfach so immer mache bzw. lieber habe. Dann ziehe ich das gerade so, dass es ein Stückchen hier über dem Rücken ist. Und jetzt sehen wir anhand dieser Drittellinien, dass jetzt das Zentrum des Bildes eigentlich auch leider in die Mitte gerückt ist. Um dem entgegenzuwirken und es eher nach rechts raus, also ins Drittel zu bekommen, nehme ich jetzt den rechten oberen Punkt, wiederum mit gedrückter Shift-Taste und ziehe das Ganze ein bisschen rein und schon haben wir das Auge hier eigentlich im Drittel, beziehungsweise die Mitte des Hundes im Drittel. Wir bestätigen das Ganze mit Fertig und haben jetzt nur noch hier rechts oben diesen dunklen Schattenbereich. Den werden wir in Kürze in Photoshop bearbeiten und warum wir das tun müssen, das zeige ich euch jetzt. Wenn ich nämlich hier den Kopierstempel verwende und eine Pinselspitze, die wie gesagt größer ist als das, was ich wegstempeln möchte, also zumindest so, dass ich mit einem Mal drüber malen das Ganze wegbekomme, dann werden wir merken, dass das Ganze zwar weggeht, allerdings einfach nur weich gezeichneter wird. Warum? Weil wir hier einen sehr harten Übergang von hell nach dunkel haben und auch da drinnen noch einen hell-dunkel-Verlauf. Machen wir das Ganze einmal. Wir malen also hier drüber und wir sehen, so geht es sowieso schon mal gar nicht, aber auch wenn wir das Ganze hier in den weißen Bereich reinziehen, haben wir das Problem, dass wir hier diesen Verlauf haben. Das ist nicht schön, deswegen mit der Löschen-Taste löschen wir den letzten Schritt weg und übergeben das Bild jetzt an Photoshop. Wie geht das? Mit der Tastenkombination STRG E oder rechte Maustaste bearbeiten in Photoshop können wir das Bild an Photoshop übergeben. Immer wichtig als Kopie, damit das Original noch in Lightroom erhalten bleibt und natürlich mit den jetzt getroffenen Lightroom-Anpassungen, denn die möchte ich schon behalten. Ich klicke hier auf Bearbeiten, übergebe das Bild an Photoshop und kann es jetzt hier sozusagen mit dem letzten Feinschliff in der rechten oberen Ecke korrigieren. Dazu brauchen wir hier von der linken Seite drittes Werkzeug von oben, das Lasso-Werkzeug, und machen hier so eine grobe Auswahl um diesen Schattenbereich. Dann drücken wir die Tastenkombination Shift und Backspace, um in den Fläche-Füllen-Dialog zu kommen und wählen hier Inhaltsbasiert. Bestätigen mit OK und schon haben wir hier eine sehr schöne Korrektur. Das Ganze kann man jetzt noch in dem Bereich, wo es zu grob ist, sozusagen noch einmal mit dem Lasso-Werkzeug einfangen und den Schritt mit Shift und Backspace
inhaltsbasiert füllen, wiederholen und dann haben wir hier die Struktur tatsächlich schön korrigiert. Wie übergibt man das Ganze jetzt wieder zurück an Lightroom? Da passieren oft Fehler und zwar ist der Fehler der, dass wenn man jetzt hierher gehen würde und auf Datei speichern unterklickt, dann speichert man die Datei zwar ab, möglicherweise auch als PSD-Datei oder was auch immer, allerdings ist die Datei natürlich dann nicht in Lightroom importiert. Der richtige Weg wäre also das bloße Speichern oder die Tastenkombination Steuerung S. Danach kann ich Photoshop getrost beenden und ich habe mein Bild an Lightroom übergeben. Jetzt noch über die Effektepalette mit meiner Lieblingsvignettenzahl minus 11 eine kleine Vignette drauf und schon habe ich ein super, super schönes Bild hier entwickelt. Was man probieren kann, ist, man kann jetzt hier diesen Radialfilter nehmen, über den Hund den Radialfilter aufziehen, durch Doppelklick auf Effekt hier alle Werte zurücksetzen und dann die Belichtung außen rundherum insgesamt etwas zurücknehmen, vielleicht eine weichere Kante, damit das Ganze nicht allzu stark auffällt und so vielleicht den Blick noch mehr fokussieren. Jetzt müssen wir natürlich mit dem Gesamten wieder ein bisschen heller werden. Das könnte man auch noch tun, ist aber nicht notwendig. Wir schauen uns trotzdem jetzt das Vorher-Nachher an. Dazu werde ich das Vorher-Bild ganz auf den Anfangszeitpunkt zurücksetzen. So hat es vorher ausgeschaut. So schaut es jetzt aus. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und beachtet vor allen Dingen einmal die Schärfe im Bild. Das heißt, während dieses Bild natürlich scharf ist, aber die Strukturen und die Unschärfe hier oben das Ganze nicht scharf wirken lassen, ist es so, dass in dem Bild mir die Schärfe wirklich beeindruckt, sage ich jetzt einmal. Das heißt, man da wirklich sagt, ja, das ist ein super scharfes Bild. Gut, da konnten wir dann doch noch einiges an Bearbeitung machen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Wenn ihr noch mehr diesbezüglich lernen möchtet, wie gesagt, nächsten Samstag am 18.03. von 9 bis 17 Uhr alle Infos dazu auf blog.dertrainer.eu. Ich sage danke fürs Mitmachen. Freue mich schon auf nächsten Sonntag, wo wir dann schon den 8. Teil unserer Video-Reviews machen werden. Hoffe, ihr konntet heute, wie gesagt, einiges lernen. Schönen Sonntag noch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao.